Welcome. Ah, es wird nicht besser. Okay, ich muss mich erst einreden, Freunde der Sonne. Aber welcome zu einem Morgen in my life. Ich bin krank. Habt ihr noch nicht gehört, denke ich mal. Ja. Beautyblender nass machen gehen. Ich habe diese Woche seit langem endlich mal wieder eine relativ entspannte Woche. Ohne viele Klausuren und Tests und bla. Das ist ganz cool. Weil dann kann ich auch mal wieder was anderes machen als Schule und lernen. Ja, jetzt 7.43 Uhr. Normalerweise müsste ich jetzt schon auf dem Weg in die Schule sein. Ich habe aber heute ersten und zweiten Block Ausfall, also muss ich erst 11.20 Uhr da sein. Hab aber um 9.30 Uhr Fahrschule. By the way, Hack, ich nehme immer so ein reusable Cotton Pad und dann nehme ich so Rosenwasser, keine Ahnung, ihr könnt auch einfach nur Wasser reinfüllen, eigentlich komplett egal, sprühe das hier so drauf. Und dann könnt ihr voll gut so diesen Kleber, der so halt auf der Haut ist, wegmachen, weil sobald ihr da mit irgendeinem anderen Produkt drauf kommt, flockt der ja so. Ich habe keinen Bock auf Foundation, deswegen nehme ich nur diesen Charlotte Tilbury Flawless Filter, wo die Verpackung so aussieht bei mir. Danke. Quality und so. Ich habe die gekauft in der Farbe 510. Sieht meine Haut aus, als wäre die irgendwie tan. Ich glaube nicht. Aber es gibt mir so einen ganz guten Bronze-Look. Also ich möchte jetzt keine Kommentare sehen im Sinne von, die Farbe ist hier zu dunkel. Das weiß ich. Stellt euch vor, den Unterschied kann ich erkennen. Ich habe momentan eine kleine Charlotte Tilbury Addiction, deswegen ist manchmal Ziel auch von Charlotte Tilbury, aber die Produkte sind halt alle so flawless. Die sind easy aufzutragen, ihr braucht von allem nur mega wenig. Auch wenn mich das nervt, dass das so ein Sponge Applicator oben hat, weil der frisst immer so viel Produkt und das ist schade, weil die Sachen sind expensive. Ich hoffe, by the way, dass wir heute keine Maske in der Schule tragen müssen. Weil, also wir hatten letzte, also eigentlich ist ja, glaube ich, keine Maskenpflicht mehr in den Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir hatten letzte Woche einen Corona-Fall bei uns. Und deswegen mussten wir halt daily testen und halt Masken wieder tragen. Und jetzt müsste der aber, glaube ich, aus der Quarantäne raus sein. Und das wäre halt ziemlich cool, wenn wir jetzt die Masken wieder abnehmen könnten, weil vor allen Dingen, wenn ich so leicht erkältet bin, vielleicht ist das irgendwie übelst eklig, die aufzuhaben. Ich nehme jetzt Milk Makeup Wrangler Stick in Baked. By the way, ich kann meine Nase nicht konturieren, deswegen mache ich einfach da so einen Strich Bronzer drauf. Das bringt genau gar nichts, aber ist egal. Fürs Gefühl. Somit, oh, jetzt sehe ich auf jeden Fall weniger tot aus, als ich vielleicht bin. Sind so meine Favorites und das ist jeden Morgen eine sehr schwierige Entscheidung. Ich habe einmal so einen ganz hellen von Rare Beauty, dann so ein, ja, was ist das? So ein Peachigen von Milk Makeup. Kauft by the way diese Milk Makeup Dinger immer in klein. Die reichen ewig, man braucht die großen nicht. Nur den Bronzer gab es nicht in groß, als ich den gekauft, nicht in klein, als ich den gekauft habe. Dann Rare Beauty, dieser hier. Der ist so ein bisschen dunkler. Der ist sehr geil. Und wie süß sieht das bitte aus mit diesem Rosa, diesem Gold. Und dann Charlotte Tilbury Highlighter Wand in Pinkasm. Sehr geil. Aber der ist fast leer. Deswegen will ich den nicht benutzen, weil der sollte ich leer gehen. Und Cream Blushes. Eigentlich immer schöner als Powder Blushes. So sieht das dann aus, wenn das fertig ist. Keine Ahnung, ich finde so hellen Blush momentan echt pretty. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch ein ganz bisschen NARS Orgasm drauf machen. Dafür nehme ich so einen ganz knuffigen Pinsel, weil der hat so schöne Goldpartikel drin. Jetzt mache ich aber trotzdem noch Highlighter drauf. Das ist dieser Maybelline Master Strobing Stick in 200. Okay, ich zeige euch jetzt hier mein In-Depth Lash Tutorial, weil ich dazu immer so viele Fragen kriege. Ich brauche Feuerzeug.
Wimpernzange, dieses von Tweezerman. Ja, die Wimpernzange ist das Wichtigste. Also holt euch eine gute Wimpernzange. Meiner Meinung nach die beste. Keine Ahnung, die von Dior soll gut sein, die von MAC soll gut sein. Habe ich aber nicht ausprobiert. Und dann Catrice Glam & Doll, die hellblaue. Die dunkelblaue funktioniert mit Sicherheit auch. Das ist nur, weil die Sky halt in wasserfest immer ausverkauft ist. Also brauche ich eine wasserfeste, damit der Schwung gehalten wird. Genau. Okay. Ich muss hier gerade sitzen wie so ein buckliges Etwas, weil ich zu faul bin, mein Stativ aufzubauen. Also steht ihr auf so gestapelten Cremedosen. Wir nehmen die Wimpernzange und Feuerzeug. Ich darf das, glaube ich, nicht anmachen im YouTube-Video, aber ihr macht das halt so an und dann geht ihr so ganz kurz darüber lang. Macht jetzt auf der Seite so kurz. Und dann mit den Fingern schauen, ob es zu heiß ist. Das ist so den Ansatz curlen. Normal. Dann sieht es so aus. Das wird aber nicht so gut halten, weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn das eure Wimpern sind, wir gehen jetzt mal von ganz geraden Wimpern aus, und ihr biegt die nach oben und die fallen, die fallen, die fallen, die fallen, dann sieht es von vorne eigentlich ab dem Punkt, wo sie nicht mehr so stehen, immer scheiße aus. Also was ihr versucht, ihr biegt halt die an ganz vielen Stellen, dass die so einen, wie stelle ich jetzt einen Schwung, wir müssen so, dass die halt so einen Schwung kriegen und wenn die fallen, fallen die halt ganz langsam so auf und dadurch, dass das ja immer nur ein Stück fällt, also dann habt ihr trotzdem noch Schwung drin. Genau. Jetzt nehme ich Catrice Glam & Doll und tusche so meinen Ansatz. Jetzt nehme ich die Sky High Mascara von Maybelline und tusche damit dann so die Länge. Ich zeige euch das jetzt mal in dem Auge, was näher an der Kamera aus ist. Dann erkennt man das besser. Und ja. Ich mache das hier oben drüber gleich noch weg, was ich da so an Mascara hingeschmiert. Ich mache sowieso jeden Tag was anderes, weil es eigentlich keinen Sinn macht, dass ich irgendwas mit meinen Lippen mache, weil ich jetzt eh gleich frühstücke. Dann ist davon eh nichts mehr übrig, aber so fürs Feeling. Hier, ja. Trended Up Lip Liner in 420, das ist die schönste Farbe, die Trended Up hat. Merkt euch das. Ja. Ich das jetzt hier alles geliplined habe, dann blende ich das noch so in meinen Finger. So sehen dann meine Lippen aus. Ich denke, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal frühstücken. Dann nehme ich euch nicht mit, weil was soll ich da filmen? Genau, und dann komme ich da hoch und dann so filme mein Outfit und so raus. Und dann mal schauen, wie viel Zeit ich da noch habe. Bin wie immer viel zu spät dran. Ich muss in 8 Minuten bei meiner Fahrstunde sein. Fahre jetzt aber noch eine Weile hin. Das ist mein Outfit. Die Hose ist von Bershka. Das Oberteil ist von Stradi. Nein, irgendwas von Asos, keine Ahnung. Rucksack und ich muss jetzt zur Schule, weil ich bin wie immer viel zu spät. Wirklich, mein Time-Management ist tot. Aber ja, liked, kommentiert. Danke. Bye, bye, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag.